This is two guys. This is two guys. This is two guys. Das ist unser neues Podcast-Format. Achso, müssen wir nochmal klatschen vorher? Können wir machen. Ist es so mit in der Folge einfach drin? Das ist mit in der Folge. Okay, Leute. Dieses Klatschen dient der Synchronisation von Bild und Ton. Sehr gut geklatscht. Ich weiß, es war so nicht so gut irgendwie. Ja. Ja, Jay trifft meistens seine Hand nicht bei Drehs, wenn er klatschen soll. Dann trifft er immer nur so 30% sein. 30% der Fläche seiner beiden Hände treffen sich und dann ist es immer viel zu leise. Echt? Ja, und dann muss man so voll den Peak suchen, so im Schnitt so. Das ist, glaube ich, für Leute, die keine Ahnung von Ton haben, richtig so. Was redet ihr da? Nee, man muss, soll ich das jetzt erklären? Wenn man klatscht, dann sieht man quasi auf dem Video, genau wenn die Hände zusammenkommen, und auf dem Ton hört man diesen Peak. So nennt beziehungsweise man sieht einen sehr spitzen Ausschlag. Genau. Damit sollte man dann auch zum Arzt gehen. Ja, auf jeden Fall. Weil immer, wenn man Ausschlag hat, sollte man zum Arzt gehen. Zum Arzt. Genau. Sorry. Oder zum Quatsch-Comedy-Club. Die besten Jokes. Ja, Mann, scheiße. Cool. Ja, Mann, wir sind wieder zurück mit Jay und Arie, der eigentlich ganz gute Podcast. Hm? Folge XY? X oder Y. Ich glaube, das ist plus minus eins. Ja, plus minus eins. Ja, müsst uns eigentlich auch mal ein bisschen Feedback geben. Vielleicht haben wir schon voll viel Feedback. Also. Aber weil noch nichts online ist. Bisher ist noch immer keine Folge rausgekommen. Die Leute denken sich auch so, es ist schon die 80. Folge so. Okay. Ja, aber ihr könnt uns gerne, falls ihr uns nicht schon Feedback gegeben habt, mal Feedback geben, ob dieser Podcast auch tatsächlich ganz gut ist oder nicht. Vielleicht ist er auch sehr gut und dann ist das so gar nicht mehr zutreffend. Der Name? Dann verkaufen wir hier irgendwas unter falscher Etikettierung. Ich kann mir vorstellen, dass es nie besser werden wird als eigentlich ganz gut. Ganz gut, ja, eigentlich schon. Hast du voll recht. Aber vielleicht ist es eigentlich ganz schlecht. Ja, weißt du, das wäre dann der andere Fall. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ey, Jay, was hast du heute so Spannendes zu erzählen? Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, weil mir aufgefallen ist, dass wir sonst scheiße labern. Dass wir sonst scheiße labern, zu sehr. Und ich finde, obwohl ein gewisses scheiße labern immer mit von dem Ganzen sein sollte, guten Durst. Sagt man das so? Habe ich noch nie gehört. Ja, Mann. Okay, eine Sache, die ich direkt ansprechen kann, ist, mir ist wohl mein Handy runtergefallen. Und da habe ich gesagt, das ist voll krass, wie wenn dein Handy runterfällt, dass es dann... Es ist wie Schrödingers Katze. Handy. Ja, schön. So, du weißt nicht, ob dein Handy jetzt gleich kaputt ist oder nicht, während du es aufhebst. Und es kann sein, dass alles gut ist. Kann sein, dass die nächste Woche für dich richtig scheiße wird einfach. Laut der Theorie ist es sogar beides gleichzeitig, bis du nachgeschaut hast. Ach, das gibt eigentlich keinen Sinn, oder? Also, weil... Nein. Das habe ich auch schon so oft gedacht. So, entweder ist es kaputt oder ist nicht kaputt. Ganz früher habe ich die Theorie nicht verstanden. Und dann habe ich mich so immer mehr reingelesen, weil ich so... Komm schon, das kann nicht sein. Irgendwann habe ich es verstanden, weil ich so, ja, okay, stimmt. Da war ich irgendwann so wieder so, aber nein, eigentlich nicht, Mann. Es ist entweder tot oder halt nicht. So, ich sehe es nur nicht. Ja. Was, denn ist nicht tot und lebendig gleichzeitig? Warum ist es nie tot und lebendig gleichzeitig, wenn ich hingucke? Das ist so wie dieses, kennst du diesen Spruch? Wenn ein Baum im Wald umfällt und du bist nicht dabei, macht es dann ein Geräusch? Aber warte mal, muss man diesen Spruch so erotisch sagen? Habe ich gemacht? Ja, schon irgendwie. Ich glaube, das ist einfach meine Redensart. Ah, okay. Sorry, Leute, auch da draußen. ja, Mann. Nee, aber um die Frage zu beantworten, ich bin der Meinung, ja, es macht ein Geräusch. Ja, höchstwahrscheinlich schon, ne? Ja. Hast du gesagt höchstwahrscheinlich? Ich meinte, ja, habe ich gesagt. Es macht auf jeden Fall ein Geräusch, oder? Ja, hast du nicht zugehört? Ich glaube, der Spruch wurde erfunden, als es noch keine Kameras gab. Weil inzwischen ist so... Ja, so das Ding ist, bist du nicht im Wald, schließt auch die Kamera ein. Die ist auch nicht im Wald. Weil eine Kamera ist ja auch ein Beobachter. Okay, jetzt wird's ganz philosophisch. Das ist ja wie beim Teilchen-Welle-Dualismus. Hier beim Licht. Wir sind hier bei Jay und Arie, wir sprechen über Teilchen-Welle-Dualismus. Offensichtlich zwei Jungs, die keine Ahnung davon haben. Aber trotzdem gerne darüber sprechen. Ja, unter Beobachtung... Verhält sich Licht anders. Ist das so? Ja. Woher weiß man das? Weil man es halt. Ja, man hat es halt durch verschiedene Tests herausgefunden. Aber es sind halt so, weißt du, das sind so Tests, die lassen darauf zurückschließen,
logisch, dass es so ist, aber ja. Am Ende so des Tages, you don't know. Das ist, okay, das ist ja generell... Hattest du nicht das Doppelspaltexperiment, wo so ein Interferenzmuster auf der Leinwand entsteht? Meinst du so, ob ich das privat mal probiert habe? Triffst du dich nie mit Freunden und Punkt. Hast ein Doppelspalt... Triffst du dich nie mit Freunden? Einfach Punkt, ja. Nee, nicht wirklich, nee. Nee, ja. Außer wenn wir uns treffen, eigentlich. Nee, was ich sagen wollte, darüber haben wir, glaube ich, auch früher schon mal geredet. Sorry, ihr merkt, die Themen sind, ist egal. Okay. Es gibt ja Leute, die glauben daran, dass die Erde flach ist. Okay? Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube es persönlich nicht. Glaubst du es? Nee. Okay. Ich denke mal, viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Und das einzige Ding ist, oh nein. Ich habe richtig Angst, dass, egal was ich jetzt sage, Leute so... Don't come at me, bro. Leute so sagen, ja. Nee, das Einzige ist nur... Meine Antwort ist ja. Ich persönlich als einzelne Person kann nicht beweisen, dass die Erde rund ist. Also ich kann es nicht... Oder doch, ich kann theoretisch kannst du es. Du kannst mit... du kannst einmal... Ich kann nur Experimente machen oder irgendwelche Berechnungen... Nee, du kannst einmal einfach in den Flieger einsteigen und einmal um die Erde fliegen. Nee, aber ich flieg nicht selbst. Okay, dann kannst du Pilot werden. Genau, es gibt die, das wollte ich ja sagen, es gibt die Möglichkeit, natürlich gibt es die Möglichkeit. Und sie ist auch rund. Leute, sie ist rund. Denkt nicht, nein. Aber einfach nur, bis ich selber einmal um die Erde selber geflogen bin, kann ich eigentlich nicht sagen, weil was, wenn es eine Verschwörung gibt, die es nicht gibt? Ich glaub's nicht. Ich habe richtig Angst, dass Leute so, aber... So, ich kann nicht sagen, also weißt du, was ich meine? Ich kann ja nicht so, ich muss es ja selber machen, bis ich sagen kann, weil sonst vielleicht ist es ja gelogen. Vielleicht weiß ich es also ja nicht. Also abgesehen von sehr vielen logischen Sachen, die wir auf jeden Fall auch schon selber, wenn wir auch ein bisschen gereist sind, mit eigenen Augen wahrgenommen haben. Ja, natürlich, ich bin auch vorher mit dem Flugzeug geflogen, ja, genau. Es ergibt doch keinen also Sinn, wenn die Erde. Wir sind schon sehr weite Strecken geflogen, haben nie eine Kante gesehen. Ja. Es ist auch egal, wo wir waren. Die Schwerkraft ging Richtung Boden. Ja, ey, Mann. Und I'm all for so it. Es ist hier Tag, da Nacht und so, es hat so einen fließenden Übergang. Bro, ich bin komplett drin. Aber ich meine bloß, dass die Leute können halt immer argumentieren, ja, es wurde gefaked oder ja, es wurde so gemacht. Und ich kann ja nicht also, sagen, nein, stimmt nicht, weil ich hätte... Kann man schon. Du weißt du aber, was ich meine? Teilweise nur. Ich hätte deren Argument, hätte man sich anhören können zu einer Zeit, zu der es keine Kommunikationsmöglichkeit wie das Internet gab und Aufnahmemöglichkeiten und wo es keine Flugzeuge gab. Ja. Weil bei dem einen war einfach so, Leute konnten keine wirklich sehr weiten Strecken hinterlegen. Das heißt, du als einzelne Person konntest vielleicht nie in deinem Leben so weit kommen, dass du sagst so, ey, ich hab Alzheimer gesehen. Die waren so nur in ihrer Stadt oder ja. So. Ja. Und wir sind so, jeder hat, also oder sehr viele Menschen haben Zugang zum Internet. Sehr viele Menschen haben Zugang zu einer Kamera oder zu einem Handy. Und so, es ist bei was das angeht, also es gibt Sachen, die man bestimmt geheim halten kann, aber es gibt auch Sachen, die sind im Zeitalter von Internet. Wie gesagt, Ich meine nur so, ja, also ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Du sagst immer so, aber ich selber kann es nicht beweisen, deswegen. Ich bin halt generell immer so ein Mensch, auch jemand könnte beweisen, so, jemand könnte mir sagen, so, fliegende Einhörner mit, die grün sind. Und so, dann sage ich, gibt's nicht. Und dann sagt er, ah, okay, woher weißt du das? Weil ich habe noch nie eins gesehen. Ja, aber ich schon. Oder ich weiß, dass es gibt, weil bla bla bla. Ich kann es ihm nicht beweisen. Oh, ich wirke diese Folge voll. Ich wirke diese Folge wie so ein Verrückter. Scheiße. Ey, was das angeht, das verstehe ich sogar, wenn jetzt irgendwer sagt. Ich sag halt einfach in dem Moment, yo, es ist sehr unwahrscheinlich. Yeah. Ich frage vielleicht, wie sah der aus? So, ah, okay. Anatomisch gar nicht möglich, dass er so fliegen kann. Als ob du so antwortest. Ach so, anatomisch gar nicht möglich, du. Dann so, sehr unwahrscheinlich, keine gute Tarnfarbe, keine, was auch immer, irgendwie sowas. Er wird richtig raus. Von der Natur her würde es keinen Sinn machen, dass es grün ist, sondern weiß, weil es sich in den Wolken aufhält.
Ja, also so, es gibt ja gewisse Verhaltensmuster, die wir erkennen konnten. Also im Normal, also es ist halt unwahrscheinlich, dass die Natur auf einmal so, ja, voll, so einen Seitensprung macht. So, es ist du? Auch nicht so. Die Natur ist treu. Das ist immer so ein bisschen so ein schwieriges Thema, wo man immer so ein bisschen zwiegespalten ist. Ja, klar, ich kann es nicht beweisen oder ich habe es nicht gesehen oder was auch immer so. Deswegen kann doch, ist alles offen. Und gleichzeitig ist halt so ein bisschen so, ja, ich rein theoretisch kann ich nichts wissen, aber man muss zumindest oder ich will zumindest, damit ich einigermaßen auf Sachen aufbauen und mit Sachen rechnen kann, irgendwas glauben. Also so, allein schon, wenn du, weiß ich nicht, eine Packung irgendwas zum Essen kaufst und da stehen irgendwelche Nährwerte drauf, du hast es nicht gemessen, rein theoretisch ist das Bullshit. Ja, rein theoretisch aber ist auch so, Bullshit. Ich vertraue einfach mal darauf, dass die Institute, die sowas kontrollieren, zumindest in Deutschland, das ordentlich machen. Okay. Also sagst du quasi... Und damit wollte ich sagen, ich vertraue zum Beispiel auch darauf, dass jetzt, was die NASA oder andere Forschungsinstitute preisgeben, natürlich werden die safe Geheimnisse für sich haben, die sie nicht mit anderen teilen, aber dass einiges einfach schon true ist. Also ich, wie gesagt, ich gehe auch davon aus. Ich glaube, das alles hat mit deinem Handy auf dem Boden angefangen, oder? Auf jeden. So atmen unsere Gespräche immer aus. Wir fangen so mit so, hey, willst du eine Banane? Und dann sind wir auf einmal bei so... Ich bin gegen Bananen allergisch. Ja, genau. Und dann sind wir bei einbeinigen Piraten oder so. Okay, ich hab mir was aufgeschrieben, was ein bisschen seltsam ist. Ja. Oder warte, okay, erst einen Schritt zurück. Eine Frage noch zum Handy, weil das hatte ich mir auch noch überlegt. Wenn man kein Handy hat für eine Woche, weil wie wir drauf gekommen sind, ist das vor kurzem ist irgendwie Instagram und Facebook ausgegangen. Nee, das war gestern. War es einfach irgendwie, also die Server waren anscheinend überlastet. Ja. Und du konntest keine Bilder oder Videos sowohl per Instagram als auch per WhatsApp schicken. Das Ding ist, mir ist das nicht aufgefallen, weil ich habe keine Ahnung, ich habe niemanden, an den ich sowas schicken kann. Ich habe keine Freunde aus Aria. Und Aria antwortet mir eh nicht. Ja, genau. Nee, aber mir ist halt, da hattest du, glaube ich, gesagt, oder ich weiß nicht, einer von uns hatte gesagt, bestimmt gab es sogar Leute da draußen, die so voll nicht drauf klargekommen sind. Ja. So, das ist so selbstverständlich, dass das funktioniert und die sind so, oh, ich will aber, ich kann dieses Bild nicht schicken. Locker hat irgendwer geweint einfach. Das kann, bestimmt. Und da, erstens zwei Sachen. Einmal wollte ich fragen, jetzt vor allen Leuten, okay, hast du meine Festnetznummer? Nein. Nee, wa? Nee. Hast du eine Festnetznummer? Ja, da steht das Festnetztelefon. Wo? Da, gleich hinter dem Fernseher. Ja, ich kann es ja nicht sehen, deswegen. Kann ich nicht mehr. Es ist verdeckt von so einem Wäscheständer-Dings. Ja, haben die von der NASA auch gesagt. Ja. Soll ich es kurz aufschieben? Ey, wir sind nicht alleine. Das ist da, aber ist nur ein bisschen zu weit weg. Könnt ihr nicht sehen. Auf jeden Fall, okay, das wollte ich wissen. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid, wie gut wir befreundet sind. was ich aber eigentlich fragen wollte, ist. Okay, wenn wir so gut befreundet sind, wie lautet mein zweiter Vorname? Du hast keinen zweiten Vornamen. Okay, na gut. Mach weiter. Richtiger. Stell dir vor, ich auch noch so. Juan? Juan! Und dann ziehst du das einfach durch für 5 Jahre. That's my friend Juan. Okay. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber. Okay, du weißt doch, wir machen ja Videos, ne? Das tun Und wir. Die erreichen ja relativ viele Menschen. Das tun sie. Manche unserer Videos haben sogar. Also Hunderttausende, manche sogar Millionen von Menschen erreicht. Das heißt, das ist ein sehr großer Pool von Menschen, die uns gesehen haben. Ja. Müsste das dann nicht heißen, dass mindestens ein Mörder dabei ist? Oh nein! Und denkst du da trotzdem so, Filmgeek? Weiß ich nicht. Aber so, bei, keine Ahnung, wir haben ja Videos mit so, weiß ich, 3-4 Millionen Aufrufen oder sowas. Ja, haben wir auf jeden Fall ein paar wenigstens. So, das heißt... Jo, denkst du, der will uns umbringen? Das habe ich nicht gesagt. Aber einfach so, müsste nicht statistisch gesehen, ich habe keine Daten, um das zu belegen, aber müsste nicht so einfach von wie viele Menschen Einer Million Menschen, so vielleicht ein Mörder. Müsste da nicht so ein Mörder mindestens mit bei sein? Ja, eigentlich unter 80 Millionen Deutsche sind bestimmt 80 Mörder. Also mehr als 80 Mörder. Das heißt, ja, unter einer Million Menschen
Ist schon so schon ein Mörder. Mörder. Also, der will nicht uns umbringen, sondern so... Er ist einfach Mörder und guckt gerne Filme. Genau. Ja, ah, okay. Bestimmt, oder? Sowas tötet er jemand, geht dann nach Hause, oh, das war echt stressig, erstmal eine Folge Filmgeek, oder? Ich glaube, er ist umgekehrt. Er und, guckt sich Filmgeek oh, an shit. Und so, ey, weißt du was? Weißt du was, das reicht jetzt. Ja. Oh nein, ich hoffe, das war nicht andersrum. Das wäre auf jeden Fall nicht gut. Nee. Aber, da, ich weiß nicht, es hat mir irgendwie zu denken gegeben, weil da sind so viele Leute bei, dass da müsste eigentlich schon fast alles bei gewesen sein. Das heißt, es muss auch jemand dabei sein, der so kein Wort versteht und er guckt trotzdem? Ja, bestimmt. So aus Malaysia und so. Haha, Filmgeek! Very funny! Das ist, wir sind wieder bei den Akzenten. Ja, ja, genau. Das ist kein. Das wird auch niemals weggehen, das gehört zu mir. Okay, okay. Very funny, Malaysia! Aber zum Beispiel, was es auch wahrscheinlich gegeben haben muss. Okay, ich habe ja auch einen Song. Denkst du, Angela Merkel guckt unsere Videos? Nein. Hat sie einmal ein Video gesehen? Vielleicht so auf den Trend so. So, oh, dieses ganze Politik. Dings. Warum bewegt sich Angela Merkel wie so ein Roboter? Weiß ich nicht. Und dann so gucke ich doch mal, was auf diesem YouTube-Neuland ist. Stimmt. Weil, also, ich sag mal, es wäre nicht unmöglich. So, so. Kann ja, also rein, aber es wär schon seltsam. Ich meine, also andererseits, vielleicht ist sie auch voll der Fan. Nein. Nein. Vielleicht hört sie auch gerade zu. Hey. Barack Obama. Okay, jetzt sagst du nur noch random Sachen. Okay, na gut. Barack Obama. Ey, die Welt ist klein. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, wer genau wo und wie wir was. Deswegen hatte ich so ein bisschen geheim. Wir waren neulich woanders und haben eine amerikanische Schauspielerin getroffen, die auch bei sehr coolen Filmen dabei ist. Die jetzt dieses Jahr sogar rauskommen. Hm. Und als wir sie getroffen haben, hat sie auf einmal random gesagt, dass sie uns kennt. So. Stimmt. Ist das Gespräch auf einmal in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja. Und ich war so, warum? Ich habe mich dann auch voll aufgeregt, weil als wir dann gegangen sind, habe ich mich dann die ganze Zeit gefragt, woher zur Hölle kennt sie uns? Ja, ja. So, stimmt. Hatte sie nicht sogar gesagt, dass sie irgendwie die Musik für mir kannte und sowas? Das weiß ich nicht, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie uns kennt. Ja. Und anfangs habe ich kurz überlegt, ob sie nur so, weiß ich nicht, so ein bisschen Sympathie aufbauen wollte, warum auch immer, ja, dann so sagen, ey, ich kenne euch. Aber es kann nicht sein, weil Jay und ich standen nicht nebeneinander. Ja. Und sie hat auf einen von uns gepointet, sich dann weiter umgeguckt und dann auf den anderen gepointet. Ja, ja, genau. Das heißt, sie kannte uns auf jeden Fall beide. Ja, das war auf jeden Fall crazy. Aber ja, deswegen, ja, ist alles bei. Also Hollywood-Schauspieler sind dabei. Alles, Mann. Ja. Was würdest du Merkel fragen, wenn wir sie mal sehen? Nicht so die erste Frage. Ganz kurz, bevor wir über das Eigentliche reden, bevor wir zu hier diesem Vertrag kommen, der Artikel 13 bestimmen wird. kennt ihr eigentlich Filmgeek so? Guckst du das manchmal? Was ist deine Lieblingsfolge? Was ist deine Lieblingsfolge? So, sie kennt auch noch den Titel. Ja, vier heftige Filmfehler, Teil 3 war, glaube ich, das Beste. Aber was ich halt noch überlegt hatte, ist, ich habe ja auch einen Song gemacht, so für Leute, die es nicht wussten, ich habe einen Song gemacht und der hat ja auch 5 Millionen Aufrufe fast und auch fast so viele Streams. Bedeutet, es wurde ja auch schon meine Stimme gehört, während alles Mögliche gemacht wurde. Das heißt, so safe gab es mindestens eine Person, die halt so gerade mit der Freundin oder... Und ich währenddessen in deren Ohr so, vielleicht wurden die... Say adios, amigo. Oh yeah. Adios, amigo. So mitgesungen oder so. Oder mein Song hat die vielleicht sogar in den Mut gebracht. Wer weiß. Das ist halt irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht, warum ich da... Ich war quasi mit im Raum. Ich war so ein bisschen für den Akt verantwortlich. Ob das auch mit den Videos so ist? Meinst du... Na, irgendwer lässt das so im Hintergrund laufen, so ja, während der gerade Sexy Time macht? Bestimmt. Bestimmt waren wir auch da mal bei. So, vielleicht wurden wir so währenddessen angeguckt. Oh, shit. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Also was es safe gibt, das haben mir sogar Leute schon geschrieben, ist das so, ich weiß nicht, warum ihr uns das schreibt, aber dass die uns so auf dem Klo gucken. Wow, das wurde dir geschrieben? Ja. Haben mir wohl schon so viel geschrieben. Und so, ey, Jay, macht echt tolle Videos und ich wollte dir sagen, dass ich euch echt gerne auf dem Klo gucke. Also, ich sag mal so, du guckst doch bestimmt Videos auf dem Klo, oder?
Ja. Ja, siehst du. Das macht ja eigentlich jeder. Inzwischen gibt es ein Handy, jeder guckt Videos mal auf dem Klo. Gibt's keine Zeitschriften mehr. Ja, deswegen. Und so, das heißt, irgendjemand hat uns in die Augen gestarrt. Und eine Wurst abgemacht. Mann, ab, Dicker. Aber ja, war so am, ja, nicht geil. Wo geht dieser Podcast nur hin? Schrödingers Katze, Angela Merkel. Ja, ja, Mann. Relativ viele Themen, aber in kurzer Zeit. Wie viel? Ich glaube, die Kamera ist aus. Also wir sind gerade schon über eine halbe Stunde. Nee, hm, wow. Nee, nicht ganz. Eine Minute. Soll ich mal cutten und wieder laufen? Ja, machen Sie mal the cut. Okay. Weil unsere Kamera... Ah! Und so lange trinke ich einen Schluck von meinem leckeren Proteinshake, der noch nicht gesponsert wurde. Falls Sie uns sponsern möchten, dann wäre das jetzt Ihr Platz und Ihre Gelegenheit. Warte. Ich verspreche, ich mache die Werbung noch ein bisschen besser. Okay, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben. Mhm. Das interessiert mich wirklich. Ja. Okay, Leute, das ist jetzt eine Frage an Aria. Aria, was würdest du tun, wenn ich sterben würde? Wow. Wow, komm doch nicht auf einmal in den letzten Minuten mit dem. Aber ich meine so, bezogen auf alles. Also klar, einmal unsere Freundschaft natürlich und sowas. Ja, das und, aber auch so, zum Beispiel Jay und Aria. Gibt es dann immer noch Jay und Aria? Das ist so eine Sache. Ich weiß nicht mal warum. Ich habe voll oft schon darüber nachgedacht. Du hast schon voll oft darüber nachgedacht, ja, wie ich tot bin? Ja, ich habe... Ich dachte so, scheiße, Alter, was mache ich, wenn er tot ist? Weißt du, worüber ich letztens schon wieder nachgedacht habe? Wie du tot bist. Siehst du, du sagst schon wieder in so einer sexy Stimmlage. Das will ich niemals tun. Entschuldigung. Ich habe auch darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich dann tot bin. So direkt im Anschluss? Nee, einfach wenn ich tot bin. Ach statt so. Du. Wir haben direkt das Szenario gewechselt. Ja, ja. Jetzt, okay. Auf der einen Seite, ich könnte nicht weitermachen, so irgendwie, denke ich. Weil so das ist Jay und Aria. Ist nicht so, Aria und Jay gibt's nicht mehr. Dann frage ich mich die ganze Zeit so, wäre das so dein Wille gewesen, würde ich dir eher Gerechtigkeit tun, wenn ich... Ich habe damit kein Problem, ich sag's hier vor laufender Kamera. Wenn ich tot bin, kann Aria, yeah, kann Aria gerne den Channel weiterführen. Ich finde das nicht schlimm. Ja, ne? Darum geht's ja auch nicht, dass du so sagst, so, nee. Nee, aber so einfach, ich will es einmal so gesagt haben, so für Leute, die jetzt, du kannst so machen, wenn, ich bin jetzt tot, ja? Du kannst dann... Da will ich nicht das hier einblenden, wie du so sagst, so, schau mal, warte, ich bin jetzt tot und du darfst weitermachen, ist alles cool. Und ich so, ha Leute, habt ihr es gehört? Er hat gesagt, ist cool, ich darf weitermachen, also können wir bitte ganz normal acten, als wäre alles cool? Du, I need that YouTube money. Das ist so voll so die trockene so Ausrede, so, hä, er hat doch gesagt. Warte, ich versuch's ein bisschen netter zu sagen, für wenn du es mal reinschneidest. Warte. Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Jay Samuels, wie ihr wisst, ich bin gerade tot. Das geht, ich lache nebenbei so, ich kann das nicht einblenden, Mann. Okay, ja, dann müssen wir das irgendwann nochmal aufnehmen. Aber nee, vielleicht mit Autotune so ein bisschen trauriger machen und mein Lachen so rausnehmen. Das können wir machen. Ja. Wir können so reincroppen, dass man dich nicht sieht. Wir haben auch 500 Videos schon, ich könnte eigentlich zusammenschneiden, was ich will. Du kannst so sagen, was du willst. Stimmt, du kannst einfach sagen lassen. Ja, ich kann nicht sagen lassen, was ich will. Nee, aber, also ich hätte damit kein Problem. Ja, aber so, ich frag mich so, wärst du besser so, das nicht zu machen, weil es ist ja aus vielerlei Hinsichten so. Einmal so, für mich ist es kacke so, weil ich will das nicht alleine weitermachen so. Wegen dem ganzen halt Hate, der dann kommt? Doppelt so viel Arbeit. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Dann so die Zuschauer, die wollen ja auch Jay und Aria sehen. Aber so, aber auf der anderen Seite ist so, wäre es nicht besser, wenn ich so umso ehrgeiziger weitermache und so deinen Namen in die Welt... Verstehe. Raustrage so. Ja, jede Folge darf nur noch von mir handeln dann. Jay hat auch diesen Film geguckt. Also ich fände es sogar kacke, wenn du nicht weitermachen würdest. Okay, das ist zum Beispiel ein Anhaltspunkt. Nee, also weil, hä? So, wir machen das doch beide gerne. Aber jetzt ist so meine Schuld, dass du so... Ja, okay, das... Okay, ich glaube, wir sollten langsam von dem Thema weg. Ich glaube, ja. Aber... Für mich ist das gar kein so schlimmes Thema. Ich glaube, viele Leute können so gar nicht darüber sprechen. Nee, sprechen kann ich schon. Für mich ist so, ich sage immer, ich bin ein Mensch, ich habe so keine Ängste. Echt? Außer so drei Sachen. Aha. Spinnen?
Insekten. Vier Sachen. Nee. Insekten. Ach so, wirklich? Okay, krass. Also Insekten. Du hast Angst vor Insekten? Nee, ich habe Angst vor Insekten, wenn sie übernatürlich groß wären. Wären? Ja. Also so das, die, also das Szenario gibt's nicht. Ich habe das, naja. Oder vielleicht gibt's irgendwo so in Afrika oder in Australien. Tropischen, oder oh, Australien. Das Ding ist, ich habe letztens ein Video, in sorry, Mann, wir sind schon wieder ganz woanders. ich habe letztens ein Video gesehen von so einem, oder ein Bild von einer Spinne, die so groß war, dass die ein, nicht ein Maulwurf, aber sowas, was ungefähr die Größe hat, so gegessen hat. Oh shit, okay, das ist meine Angst. Also, der war bestimmt so groß wie dein Laptop. Nee, das geht zu weit, Alter. Ja, das ist wirklich krass. Davor hätte ich aber auch Angst. Weil das geht, was ist denn das? Das ja. ist ja ein, das sind diese Spinnen aus Harry Potter, diese. Ja. Nee, das geht nicht, Mann. Boah, oder so eine Kakerlake, die so groß ist wie ein Hund. Was war das für ein Geräusch? Nee, Mann, das so. Das ist eine Angst von mir. Ja. Dann habe ich so, ich weiß nicht, ob es Angst oder Respekt ist, doch schon, es ist eher ein bisschen Angst vor so dem Ozean. Achso. Vor was hast du? Vor mir, habe ich gesagt. Vor dir, ja. Das ist meine vierte Angst. Vor dem Ozean. Oh, okay, das kann ich verstehen, ja. Komischerweise jetzt nicht, wenn ich so am Strand bin, alles cool, gehe ich auch schwimmen. Ich bin auch schon mal ein bisschen tiefer reingeschwommen. Oh, cool. Ja, Mann, ich bin ein ganz aufregender Typ, ganz gefährlich und ja, Mann. Nee, wobei ich dann neulich eine Doku über Haie gesehen habe und dann dachte ich so, ich werde nie wieder so weit reinschwimmen. Ja. Es war so eine Doku über, ich weiß nicht, so, ich habe eine halbe Stunde davon gesehen, sowieso Haie die ganze Zeit irgendwelche Menschen aufessen. Ja, ist auch nicht so geil. Ich weiß gar nicht, warum ich das angeguckt habe. Ja, Mann, aber so, das werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr machen, so tief reinzuschwimmen. Aber ich habe eher so Angst, so Titanic-mäßig, so mit, also mitten auf dem Wasser. Offenen Meer. Ja, das kann ich verstehen. Im Wasser zu landen, wo so, yo, Digga, du hast keine Ahnung, was da unten ist. Und so von der Wasserwelt haben wir sowieso nur einen kleinen Bruchteil erforscht. Also so, es gibt so viele Lebewesen da, die wir noch nie gesehen haben. Ja. Und generell so, ich will gar nicht wissen, was da so abgeht. Und ich will so, ja, Mann, keine Ahnung, wenn ich da lande und dann passieren da Sachen, die sehe ich nicht mal. Ja. Ich sehe nicht mal, was gerade auf mich zukommt. Ich kann einfach nur so, mir ist kalt und ist viel zu salzig und so, ich krieg keine Luft. Ist viel zu salzig hier. So, ich habe schon diese Probleme. Ja. Und dann gibt's noch so, ich weiß nicht, was da unten ist. Ja, voll. Das kann ich verstehen. Ja, Mann, das sind so die zwei Ängste. Okay, beides sehr rationale, nachvollziehbare Ängste. Ja, und meine größte Angst ist der Tod, aber nicht mein Tod. Okay. Der ist mir egal. Dein eigener Tod ist dir egal? Ja, also so, ich habe keine Angst davor, meine ich. Okay. Ist so der Tod von so geliebten Menschen. Ja, okay, verstehe. Das ist meine größte Angst. Mhm. So, ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der ich schwer umgehen kann, wenn jemand stirbt, so, den ich mag. Ja. So, ich finde es immer krass an anderen Menschen, so, wenn jemand aus deren Umfeld stirbt und die dann so voll stark bleiben und so, dann so. Sorry, Mann, ich habe gerade gegähnt einfach. So, als wäre das so, ey, das tut mir. Ey, ja, Mann. Das ist ja mal ein Geschwafel von lebenden Töten. Das war so der unangebrachteste Gena, den ich seit langem gemacht habe. Es gibt schon ein bisschen. Nee, aber ja. So, das. Also, so, dass die dann einfach so damit umgehen können und auch weiterhin lebensfroh durchs Leben gehen und sowas. Nächste. Das kriege ich auch hin, aber so, ich glaube, wenn sowas mir widerfährt, dann. Nimmt mich das für eine sehr lange Zeit sehr intensiv mit. Ja. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Also wäre bei mir auch so. Ich hatte das zum Glück noch nicht. Doch hatte ich sogar. Aber bei niemandem, wo das jetzt sehr, sehr nah war. Ja, wo, also, oder wo es. Ja, es ist eine schwere Topic, ist auch vielleicht jetzt nicht unbedingt für den Podcast, aber ja, nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es war auch nur so ein hypothetisches, ich weiß auch nicht, warum ich das so. Was sind denn deine größten drei Ängste? Meine größten drei, eher so, wovor habe ich nicht Angst? Das ist, glaube ich, so eher das, die Frage. Ich habe vor extrem vielen Sachen Angst. Vor Insekten nicht, komischerweise. Okay. Außer, okay, wenn die so groß sind, dann ist ja kein Insekt mehr. Das ist ja, wie du meintest, so ein Hund oder so. Und wenn Insekten giftig sind. Aber auch da ist es halt, ja. Weil die sind halt Gift, ich kann sterben davon. So, ich habe generell vor Sachen Angst, von denen ich sterben könnte, doch. Okay. So,
Aber ich weiß nicht, wovor habe ich. Ich bin auch vor dem offenen Meer. Ich bin dann auch nicht der beste Schwimmer. Mm. Ich kann schwimmen, aber mit so Sternchen oben mit drüber. Sternchen. So, und dann Sternchen unten. Nicht so gut. Er kann nicht so gut schwimmen. Benutzen Sie eine Sicherheitsweste? Genau. Also, und oder ein Rettungsring. Das heißt, auf offenem Meer wäre ich, wenn ich nichts habe, so gibt es nicht so einen Horrorfilm, wo die auch tauchen und dann kommen die hoch und das Boot ist weg. Und dann sind die einfach mitten im Meer. Boah, ich habe viele solche Filme gesehen. Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar solche. Einen Film habe ich gesehen, da ist irgendwann dann zum Schluss, da war ich in der Sneak im Kino, und da ist dann ein Hai irgendwie oder ein Hai oder irgendwie sowas dann aus dem Wasser rausgesprungen und ist dann in Flammen aufgegangen und auf die Frau zu. Und dann dachte ich so, yo, nee, das ist jetzt zu viel, ich okay, muss jetzt hier gehen. Davor habe ich nicht so viel Angst. Vor brennenden, fliegenden Haien. Okay. Weil, das wäre eher cool, ne? Ja. Das wäre halt so, Herr Woran ist in Jail gestorben. An so einem brennenden, fliegenden Hai. Aber, nee, einfach auf offenem Meer. Also, ja. So, das, ja, das kann ich verstehen. Auch, ich habe vor vielen Sachen Angst. Aber hast du auch so, ein Freund von uns zum Beispiel hat so Angst vor benutzten Besteck? Oder so Tellern? War das gerade ausgedacht, das Beispiel? Oder gibt es da jemanden? Nee, nee. Wer denn? Es gibt jemanden. Echt? Well. Echt? Ja, Mann. Warte, so, schau mal, zum Beispiel stell dir vor, so, du hast einen Teller, ja, und hast jetzt so, so Pasta drauf gemacht, hast du gegessen, ja, so, das war so Pasta mit Tomatensauce. Dann hast du halt alles aufgegessen, da ist noch so ein bisschen Soße dran. Ja. Vor diesem Teller hätte er jetzt so voll Angst. Oder wenn er jetzt auch wieder so was drauf machen müsste, das wäre für ihn voll schlimm. Nee. Doch. Hä? Frag ihn, sollen wir ihn anrufen? Können wir machen. Hä, Angst oder so? Es gefällt ihm einfach nicht. Nee, er hat schon Angst davor. Okay. Okay, das ist, glaube ich, die letzte Handlung für unseren Podcast. Also das ist jetzt eine Live-Übertragung. Das kann jetzt so oder so gehen. Jo, Marc, du bist gerade live auf dem... Nee, das ist nicht live, aber du bist jetzt auf dem Podcast. Okay. Was geht? Und ich habe gerade Jay erzählt, dass du Angst vor Essensresten hast und er glaubt mir nicht. ja, nee, Ari hat recht. Also sowas heißt was? Angst, nein! Aber so. Was heißt Angst? Aber so, es ist schon. Da ist schon ein gewisser Ekel dabei. Also so, sobald ich halt wirklich. Eine Soße, ja, das ist ein Beispiel. Sobald ich so zum Beispiel Pommes mit Mayonnaise gegessen habe, und die weggestellt habe und ich bin fertig damit. Ja. Und die Mayonnaise ist immer noch auf dem Teller. Und so, ich habe vor einer halben Minute aufgehört, das zu essen, aber ich habe für mich abgeschlossen, das zu essen. Ja. Dann zählt das für mich Essensreste und ich könnte nicht nochmal in diese Mayonnaise eintunken, obwohl die da einfach erst seit einer halben Minute ist. Siehst du, was habe ich gesagt? Ich würde das eklig finden. Okay, ey, krass, Mann. Ich habe das Beispiel gerade einfach mit Pasta und Tomatensauce gemacht, aber genau so. Ja. Okay. Ja, Mann, vielen Dank, Marc, für den Anruf. damit ja, schließen wir auch dann unseren... Damit schließen wir dann auch unseren Podcast ab. Vielen Dank, Marc, dass du heute als erster Special Guest mit dabei warst. Über Telefon. Ja, alles klar, Mann. Dann bringe ich dir nachher einen Teller mit, ja? Geil, super. Okay, dann viel Spaß noch, ja. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank nochmal an Marc, a.k.a. Well. Dafür, dass er dabei war. Als Gast. Als Gast. Und ja, dann würden wir uns eigentlich heute auch wieder verabschieden mit dem eigentlich ganz guten Podcast. Mit Jay, das bin ich. Das war gerade so einem ganz guten Podcast. Hast du noch ein S rangehangen? Ich habe noch ein S. Weil vorhin war doch, da war doch einer zu wenig, oder? Nee, das war ja die richtige Anzahl. Ah, shit, jetzt haben wir einen zu viel. Ja. Okay, Leute, dann Hot Reason, folgt uns auf Instagram, abonniert diesen Channel oder diesen Podcast. Und ansonsten... Du hast gar nicht gesagt, wie wir auf Instagram heißen. @aria_lee und @jsamuels. Ja. Jetzt könnt ihr gehen. Okay, ja, jetzt könnt ihr gehen. Peace. Peace.